Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 Remastered Edition auf Seiten der Sowjets. Ganz genau, Leute, und wir hatten ja beim letzten Mal hier Mission 10 Aufpasser ziemlich schnell hinter uns gebracht. Das war die erste Mission, wo wir die MIG gekriegt haben. Und ja, da würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hinter Mission 11 Versunkene Kosten. Nord oder Süd? Ich gehe mal die Südroute, Leute. Alles klar, dann würde ich sagen, gucken wir uns gleich mal die Cutscene an hier. Und zack. General Kukov is late. We have matters to discuss. Warum ist das jetzt auf Englisch? Naja, egal, es sind deutsche Untertitel dran, deshalb. Okay. Egal, eine englische Cutscene. Nadia, this tea is excellent. Thank you. I prepared it myself. Incompetence will not be tolerated. We cannot allow you to endanger the Iron Curtain project any longer. I'm glad you agree. Dealing with traitors is my responsibility. Yes. And my pleasure. My spies report that the Allies are planning a major naval attack against us. You can cut them off at the refueling station. Land your MCV on a suitable island and destroy the Allies' base and refueling station. We must keep the area clear for our submarine operations. Go. Now, General Kukov, tell me about this Allied secret weapon that you found. The Chronosphere? Aha, Leute, also das war gerade ein bisschen komisch, dass die auf Englisch war. Muss ich gleich nochmal gucken, also dass da irgendwie Englisch-Probleme sind. Aber gut, Leute, wir dürfen noch nichts von der Chronosphäre erfahren, das ist interessant. Und, aber allerdings werde ich das jetzt direkt mal gucken. Gut, Leute, wir haben drei U-Boote, auf jeden Fall werde ich mir das jetzt nochmal angucken, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wo war das denn? Die Einsatzbesprechung oder so, ne? Moment, hier. Neustarten? Ne, Moment. Egal. Leute, es ist auf jeden Fall auf Deutsch und ich würde sagen, wir kümmern uns mal hier drum. Was müssen wir denn hier genau machen? Ich hab gerade so. Ach so, Basis in dieser Region. Zerstören Sie die Flotte und die Basis. Alles platt machen, also okay. Ach nee, nicht wieder eine weiße Karte, das ist doch doof. Ach, aber ich glaube, ich weiß, welche Mission... Ach, ja, ja, ich weiß, welche Mission das ist. Aber wo soll ich jetzt hier meine Basis aufbauen? Das ist jedenfalls echt eine andere... Zur Hölle! Was soll das denn sein da? wo soll ich meine Basis aufbauen, Leute? Ja, Leute, willkommen zurück bei Command & Conquer. Ja, remastered und ich würde sagen, ja, gucken wir uns mal hier um, ne, wo man hier eine Basis aufbauen kann. So. Leute, es gibt einen Satz zu sagen, ich habe eine neue Maus geholt tatsächlich. Und die liegt jetzt viel besser in der Hand, eine Bluetooth-Maus. Und ja, also dass man hier zack, 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 zack so schnell klicken kann, schön. So, da ist der Einsatz nicht möglich, aber das hier, das passt. So, da ist ein Jeep. Ach du Scheiße. Jetzt fährt er hier mit zwei Jeeps her. Was willst du denn, du Penner? Na kommt. Da macht ihn kaputt. Der will Stress. Dann wird er halt platt gemacht. So, zack. So. Grenadiere und Flammenwerfer. Das ist natürlich nicht schlecht, Leute. Nicht schlecht. Ach, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich weiß, welche Karte das ist. Ja, ja. Die Karte hatte ich auch im Originalspiel. Genau, die hatte ich auch im Originalspiel gespielt, die Karte. Pack die mal da hier oben hin, bitte. Und direkt eine Waffenfabrik.
Genau, da ist die Basis nämlich hier unten von den alliierten Säcken und nicht hier oben. Ganz genau, da willst du einfach alles platt machen. Gut. Oh, da kommt das schon. Oh, Schlachtkreuzer. Oh mein Gott, Leute. Dann mach den kaputt. Mach den platt. Mach den bitte platt. Mach den bitte platt. Och, Leute, lasst euch doch nicht abballern. Boah, Gott sei Dank. Sehr gut. Sehr schön, liebe Leute. So, dann Sammlernachbau, ein Großkraftwerk. Den Schlachtkreuzer da haben wir schön abgefangen. Das ist schon mal sehr gut gelaufen. Und ja, da würde ich sagen, machen wir mal weiter. Wir haben hier oben noch so ein paar Einheiten. Und aber mich nervt gerade, dass die Maus so übelst empfindlich ist. Einen Moment mal gerade. Wo war denn das allgemein? Mauszeiger? Nee. Wo war denn das mit der Mausgeschwindigkeit? Gibt's nicht, ne? Nee, schade. Egal. Boah, der hat meine Raffinerie ganz schön beschädigt hier. So, was soll ich jetzt... Ach, was? Das ist doch jetzt nicht wahr, Leute. Gut, dann bauen wir schnell Panzer und zieh die mal raus. Zieh die einfach mal raus hier. So schön schnell hier. Ach du Scheiße, Leute. Das ist übel. Das ist jetzt gerade übel. Boah. Mach diesen Gummipanzer platt. Bitte was, Leute? Bauen wir Mannequin. So. Einfach das Feuer auf dich ziehen, lieber Schütze. So, und dann, bau einfach die Einheiten da los. Den platt machen, den platt machen. Die halten ja nichts aus, die Dinger. Ne? Es ist ja, die halten ja nichts aus. Ach, komm. Dieser geile Soundtrack. Und ja, dann bauen wir uns mal ein paar... was? Einheiten, wollte ich gerade sagen, ja. Ein paar Einheiten, eine U-Boot-Werft. Und danach direkt eine Werkstatt. Ach Gott, da kommt er wieder mit Schlachtkreuzern. Ich sehe das doch da. Mensch, Leute, bauen wir ein paar U-Boote. So. Gut, Werkstatt. Von rechts kommt er mit dem Schlachtkreuzer angeschissen. Von rechts. Was ist denn mit dem Panzer? Was ist denn mit dem los? Ah, geil. Geiler Grafikbug, ey. Och, Leute. Nicht auf dem Bauf, bist du des Wahnsinns. Wenn ihr den Bauf platt macht, dann kann ich die Mission neu starten. Ja, scheiße. Leute, ich muss es neu starten. Oh mein Gott. Dieser scheiß Schlachtkreuzer hat echt meinen Bauf platt gemacht, ey. Mann, das ist ja echt übel. Diese blöden Schlachtkreuzerteile. Verdammt. Der ist aber auch echt eiskalt auf meinen Bauhof gegangen. Ne? Das ist gut. Geh direkt dahin, lade dich direkt ab. Keine Zeit verlieren hier. So. Jetzt lade ich aus. So. ja, Leute, es gab ein Update zu C&C Remastered jetzt diesen Monat. Beziehungsweise gestern kam das. Und da sollen wohl irgendwelche Bugfixes nochmal gemacht worden sein. Ich werde mir das mal anschauen. Aber ich glaube, so sehr viel merke ich jetzt gerade hier nicht, was update-technisch los ist. Aber gut, lassen wir es einfach mal auf uns zukommen. Es ist Sonntagabend, liebe Leute. Hat ein bisschen Zeit wieder mitgebracht. Das war ja in den letzten beiden Wochen wirklich schwierig mit meiner Zeit, weil wir unsere beiden Kätzchen zusammenführen mussten. Aber es hat geklappt. Die beiden sind jetzt beste Freunde und ja, damit kann man doch arbeiten. Gut, Leute, dann würde ich sagen... Ach, Mensch, jetzt... Mensch, warum kann ich den nicht einfach hier hinbauen? So, da kommt er mit seinen Jeeps an. Da kommt er mit seinen Jeeps an, ja. Der will mich nur ablenken. Okay, direkt eine U-Boot-Werft, liebe Leute. Der ist nämlich auf meinen Bau hier fokussiert, ja. Gut, die Grenadiere, die machen das schon. So, zack. Und direkt ein paar U-Boote. Ich glaube, deswegen haben wir auch so viel Kohle hier. Gut.
Dann, nein, direkt ein Großkraftwerk. Zack, genau. Und, jo. Dann, achso, ich habe da nur, warte, eine Nachricht. Ach, das ist okay. Das ist okay. So, liebe Leute. Dann, Waffenfabrik. Bitte, dass sie verkaufen. So. Weil das Mini-Ding, das brauchen wir nicht. Und ja, dann würde ich sagen, lasse ich die drei U-Boote erstmal da oben stehen. Und ja. Leute, ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht's sehr gut. Da kommt dann wieder mit einem Schlachtkreuzer an. Das ist echt übel. Das ist echt übel, Leute, was ihr hier mit mir macht. Die Alliierten, die haben eine gute Waffe. Und die setzen sie natürlich kontinuierlich gegen uns ein. Ne? Das ist, ja. Wobei ich, als ich die Alliierten gespielt habe, habe den Schlachtkreuzer nie gekriegt. Ja, wobei doch. In der letzten Mission war das, glaube ich. So, dann bauen wir nochmal einen Sammler. Du fährst doch bitte hier hoch und holst dir Edelsteine. So. Ach du Scheiße! Mach jetzt nicht meine... Bist du verrückt? Ach du Penner. Ja toll, jetzt habe ich zwei Sammler und keine Raffinerie. Ach du Kacke! Ey! Was soll das denn? Was ist das für eine Mission, Leute? Wollt ihr mich verkackeiern oder so? Seit wann ist die so schwer? Leute, ich bin gerade echt überfordert. Was soll das? Das war doch beim letzten Mal nicht so schwer. Och Gott, okay, nochmal neu starten das Ganze. Ja, es tut mir leid, wenn wir hier seit 10 Minuten hängen, aber es ist halt eine Kackmission. So, Leute, ihr bitte direkt ausladen. Muss hier echt schnell sein. Ich merke das gerade erstmal so. Man muss hier echt schnell sein. Gut. Dann würde ich mal sagen, fahrt ihr mal bitte hier hoch zu dem Schlachtkreuzer da. Der Bauhof kann sich aufbauen. So. Gut. Der kann sich aufbauen. Boah, die Mission habe ich aber so heftig jetzt nicht in Erinnerung eigentlich, dass da von beiden Seiten Schlachtkreuzer ankommen. Die meine Basis platt machen. eigentlich nicht, nein. Aber es hat schon einen Grund, dass wir am Anfang 10.000 Kohle haben. Das hat schon einen Grund. Okay, alles klar, liebe Leute, dann werde ich danach wieder direkt eine U-Boot-Werft bauen. So. Der sammelt mal schön die Sachen weg. Jetzt gleich kommen wieder die Jeeps, ne? Ja, es ist halt 11. Mission, ne? So, da ist der Jeep. Und wieso macht er jetzt meine Einheiten platt? Ist das dein Ernst, lieber Typ? So, direkt U-Boote für die Drecksschlachtkreuzer. Gut, liebe Leute, Großkraftwerk. So, dann gehen wir das Ganze nochmal an hier. Das muss doch jetzt ach so. Okay. Alles klar, es war ein neues U-Boot, okay. Das muss doch jetzt mal klappen hier, Mensch. Nee, bau direkt Einheiten. Ich brauche hier Einheiten, liebe Leute. Weil der kommt ja gleich mit dem Gummipanzer an. So, du kannst mal bitte die Edelsteine hier hinten sammeln. Und ihr macht euch mal bitte bereit für den Schlachtkreuzer. Beziehungsweise für die Schlachtkreuzer. Och nein, nicht so. Ach, ihr seid doch doof. Ihr seid doch wirklich doof, Leute. Dumme U-Boote. Verdammt nochmal, jetzt lebt das Ding noch. Ach, wegen dieser dummen Patrouille da. Gut, bau noch mehr U-Boote. Ach, Mann. Leute, wenn die U-Boote so dumm sind, da kann ich da aber auch nichts dran machen, wirklich. Verdammte Scheiße. Jetzt fahrt da hin und, keine Ahnung, macht das U-Boot platt.
So, danach bitte Kampfpanzer für die Einheiten, die da gleich kommen. So. Och Leute, das kann doch nicht wahr sein. So, jetzt. Da kommt er schon. Da kommt er schon mit seinen Einheiten. Bitte was? So schnell. Jetzt kommt er hier mit dem Schlachtkreuzer schön platt machen. Los. Schön platt machen den Scheiß. So, Leute. Oh mein Gott. So, mach den platt. So. So. Und drüber fahren. Ach, verdammt. Egal. Die kriegen wir. Die kriegen wir platt. Gut, dann haben wir die dann haben wir den Einstieg jetzt geschafft hier, liebe Leute. So. Boah, nicht schlecht. Also das war gerade schon echt. Echt krass. Aber gut, Leute, jetzt haben wir es. Beide Schlachtkreuzer erledigt und da würde ich sagen, speichere ich das einfach mal. Was? Mission 11 Add-on. Meine Güte, damit habe ich echt nicht gerechnet, dass die Mission so, ja, sag ich es einfach, knackig ist, ne? So. Kampfpanzer bauen, damit hier keine, wir brauchen Silos, kommt. Ja, genau richtig. So, genau richtig mit den Silos. Was zur Hölle? So, liebe Leute. Baue ich ihm erstmal die vier Silos hier hin, damit wir hier keine Ressourcenverschwendung haben. Aber ich merke gerade sowieso, dass die Ressourcen hier ein bisschen knapp sind. Boah, sehr geil. 5 U-Boote. Sehr schön. Die nehme ich mir einfach mal und fahre hier einfach mal dahin. So. Was schießt? Was schießt denn da? Von da oben irgendwo, ne? Gut, dann kommt immer bitte hier hoch. So. Dieser blöde Schlachtkreuzer. Verdammt nochmal. So, Werkstatt. Ein bisschen Technologiegebäude bauen. Wo ist. Da ist er! Da ist dieser scheiß Schlachtkreuzer. Weg damit! So. Jetzt kommt er noch mit Einheiten an. Das gibt's ja wohl nicht. Das gibt's ja wohl nicht. Jetzt kommt er noch mit Einheiten an hier. Das ist ja wohl nicht wahr. Und auch und noch mit Schiffen und alles Mögliche. Ja, ist ja gut, Leute. Leute. Ich kann doch nicht alles hier machen. So. Mach das platt, das Schiff. Da ist noch ein Schlachtkreuzer. Och, du Scheiße. So. Der schießt zum Glück daneben. Ey, lass den erstmal daneben schießen. Wie sich das anhört, wie so ein Mini-Einprall, ey. So, mach das Ding im Arsch. So, den auch. Und den auch. So, gut. Aber haben wir die Kacke erstmal verteidigt hier. So, Leute, weiter geht's. Da kommt er schon wieder, ne? Aber das ist jetzt nicht so wild. So, U-Boot-Werft nachbauen. Und neue U-Boote. So, liebe Leute, dann würde ich sagen, ich glaube in dieser Mission... Wir können Heliport... Ach ja, stimmt. Die Russen-Helis. Oh ja, die sind auch geil, Leute, die Russen-Helis. Das sind zwar Maschinengewehre, aber ich nutze die sehr, sehr gerne, weil die halt extrem viel Damage machen. Die werde ich gleich auch bauen. So, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, bauen wir uns mal weiter hier auf. Der versucht da irgendwas anzugeschissen zu kommen, ne? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Und wieso könnt ihr nicht hier das platt machen? Was soll das? So, liebe Leute. Dann macht den platt, los. So. Alles klar, cool. Dann würde ich sagen, baue ich mal ein paar Heliports. Für die Russen-Hubschrauber, die sind nämlich mega genial, die Dinger. Gut, liebe Leute. Mit einem schönen Hellmarsch geht das. Ganz genau. Ich brauche, könnte eigentlich auch mal hier so ein paar... oh, seht ihr das? Mammutpanzer! Jawoll! Das wollte ich gerade eben sagen, Leute. Wir können in dieser Mission zum ersten Mal die Mammutpanzer bauen. Yes, yes. Da würde ich sagen, machen wir das einfach mal.
Mammuts sind echt mega. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen, Leute. Gut, Leute. Ich habe jetzt auch eine Taktik... Aha! Eine Taktik gefunden, wie ich diese Soundprobleme beheben kann, dass man die Stimme manchmal zweimal hört von den Cutscenes. Da muss ich einfach ja, die Tonspur ausmachen von der Cutscene. Och, lass dich doch nicht abballern. Gut. Der erste Mammut ist zum Glück fertig, das ist schon mal gut. So, liebe Leute. Mammutpanzerverteidigung, da haben die keine Chance gegen. Schaut euch das an. So. Ha! So, jetzt habe ich hier die Mammutpanzer. Wie geil, Leute, ich habe Mammutpanzer. Ach, herrlich. Herrlich, herrlich. So. Der kann schon mal hier oben hinfahren und ein paar Edelsteine für uns aufsammeln. Was ist das denn? Habt ihr es gerade gesehen? Der ist seitlich hergeslidet. Oh mein Gott. Ja gut, es war halt ein Update. Ja. So, liebe Leute, das sind ein Jeep da. Kaputt machen, platt machen. So. Ach, macht das Spaß mit dem schönen Arsenal, ey. Wirklich. So, du kannst mal bitte hier die Edelsteine nochmal einsammeln für mich. Oh, Moment. Da ist sogar noch was. Ja gut, dann sammel das ein. Und dann brauche ich weitere Großkraftwerk. Und ja, liebe Leute, dann hoffe ich mal, dass euch das trotzdem hier nach wie vor mal gefällt. Trotz dieser Anlaufschwierigkeiten hier. ja, es ist halt ein knackiger Anfang gewesen von dem Ding. Ne, deshalb, ja. Müsst ihr da ein bisschen Nachsicht haben, aber ich glaube, das versteht ihr. Weil manche Missionen sind echt hart. So. Ja, alles klar. Nur Edelsteine bitte. Sehr gut. Der ist sogar noch fertig geworden. Sehr gut. Dann baue ich mir noch ein Flugfeld. Oh, da ist eine Brücke. Soll ich die kaputt machen oder ist da irgendwas drin? Drüben. Auf jeden Fall schon mal Schlachtkreuzer. Die nicht treffen. Oh, und ein paar Einheiten. Und ein paar Einheiten, okay. Ja gut, nee, dann lass das dann. Zwei Gummipanzer und ein Kampfpanzer. Interessant. Okay, sehr gut. Dann bauen wir hier die Flugfelder auf, liebe Leute. Weil da können wir jetzt nämlich auch die MiG bauen, Leute. MiG-Jagdbomber. Sehr, sehr gut. Und wir haben hier den Hint-Hubschrauber. Hint-Helikopter, liebe Leute. Da sind meine Hubschrauber. Da würde ich mal sagen, zeige ich euch mal, was die können. Indem ich die einfach mal auf die Einheiten da oben schicke. Dann seht ihr das mal. Und die fliegen wieder schräg. Zack, schaut euch das an. Wie schnell die einen Gummipanzer erledigen. So, schaut euch das an. Zack. Na komm schon. Macht den kaputt. Sehr gut. Seht ihr das? Also die Hubschrauber von den Russen sind echt geil. So, was kommt da? Da ist wieder so ein Schlachtkreuzer da oben. So, Leute. Oder nö, ist da was? Damit es nicht zu schnell geht. Hat er mein... Das ist jetzt aber nicht sein Ernst, oder? Der hat mir echt einen Sammler weggenommen. Der Penner, ey. Der Penner. Lass meinen Sammler in Ruhe. So. Mein Gott. Gummipanzer. Ach du Sack. Gut, zwei Sammler bauen. Scheiße. Egal. Leute, das reicht aber. Mein Gott. Gut, dann nehme ich mir halt die Hufschraube und mache diesen Kampfpanzer platt. Ja, da oben ist noch ein Schlachtkreuzer von ihm. Und ihr kommt mal bitte hier unten wieder hin. So, schaut euch das an, Leute. Die Hubschrauber, die machen den jetzt platt. Zack. Wie geil. Ach, ich liebe die Hubschrauber. Die sind einfach... Die sind geil. Ich würde sogar sagen, genauso geil wie die MiGs. So, probieren, ob du da landen kannst.
Konnte er nicht, weil hier seht ihr, hier ist die Basis. Scheiße. Ja gut, egal. Ich brauche auf jeden Fall erstmal Sammler. Ja. Hab ich wieder zwei? Ach, ich hab wieder zwei. Ah, sehr schön. Gut, dann kann der mal hier hochlaufen. Spionageflugzeug und was brauche ich denn jetzt noch? Ah ja, stimmt, ich brauche noch Flugfelder. So Leute, seht ihr? Hier ist seine Energie. Das heißt, da können wir eigentlich... Da sind Minikin. Flugabwehr-Minikin. Das ist gerade nicht so doll. Gut, dann noch eine MiG. Sehr schön. Vielleicht kann ich ja mit Team 3... Mach's einfach, kommt. Ich versuch's jetzt einfach, das Mannequin da platt zu machen. So. Mach den schneller platt da. Und hier unten den auch. Boah, da sind noch Zerstörer. Okay, sehr gut. Der Hubschrauber hat überlebt. Das ist schon mal sehr gut. Jupp. Dann würde ich sagen, kann ich die mal direkt mal reparieren. Ganz genau, Leute. Dann habe ich jetzt meine vier Mix. Das ist Team 2. Voll auf Luftwaffe hier. Aber logisch. Zack. Boah, schaut euch das an. Schaut euch das an, liebe Leute. Wir brauchen echt viele U-Boote hier. Aber die könnten vielleicht sogar schon reichen, wer weiß. Fallschirmbomber, probier mal. So, da hinten, da sehe ich aber wieder irgendwas angeschissen kommen. Ganz genau, ein Schlachtkreuzer wieder. So, liebe Leute, die Hubschrauber. Ihr macht das schon, oder? Die Hubschrauber, schaut euch das an, Leute. Die Hubschrauber machen ohne Probleme den Schlachtkreuzer platt. Zack, sehr schön. Geil. Ah, der Bomber hat sogar getroffen. Ah, das ist scheiße, dass da dieser Bunker da steht. So, mach die Energie platt. So. Sehr gut, weitermachen. Weiter geht's, liebe Leute. So. Energie platt machen. Ah, das schaffen sie nicht. Egal. Egal, liebe Leute. Die Mix können das. Ach, da stehen noch zwei. Aber es ist gut, es ist gut. So, allein... Ach, verdammt. Ein schöner Hubschrauber. Ich brauche mal einen neuen. So, liebe Leute, wir können ihm die Energie wegmachen. Das ist doch schon mal gut. Und da stehen vier Artillerien. Interessant. Gut, Mammutpanzer. Einfach weitere Mammutpanzer hier. Da stehen vier Artillerien. Die mache ich mit den Hubschraubern platt. So, liebe Leute, ich liebe diese Hindu-Schrauber einfach. Schaut euch das an, wie die einfach mal so die Einheiten hier platt machen. Das ist so geil. Diese Maschinengewehr-Hubschrauber, wo man vom Anfang an sagt von wegen, ja, die sind aber scheiße. Nee, die sind nicht scheiße. Die sind geil, die Hubschrauber, wirklich. Was, das reicht noch nicht mal, oh mein Gott. Ja gut, Leute, egal. Auf jeden Fall haben wir die Energie jetzt weg. Sehr gut. So, schafft ihr das? Das schafft ihr nicht, ne? Schade. Egal, Leute. Gut, dann würde ich sagen, sammle ich jetzt mal einfach mal Mammutpanzer für meinen Angriff. Ja, das ist, wir greifen hier nur mit Mammutpanzern an. Schaut mal da, Leute, da ist die Werft, beziehungsweise die, doch, die Werft eigentlich, die Auftankstation. Seht ihr hier bei diesen Ölbohrtürmen. Die müssen wir eigentlich platt machen. Aber wir müssen alles platt machen. So gut. Allerdings, da die Folge gleich vorbei ist, werde ich jetzt nur noch kurz hier die Hubschrauber reparieren. Und da ist momentan ein bisschen laggt. Ich weiß nicht warum. Fallschirmtruppen. Wo kann ich die denn hin? Ja, mach die mal hier hin. Dann machen wir hier mal die Fässer im Arsch. So, machen wir das da kaputt. So. Wir haben Verstärkungen bekommen, was auch immer. Ach so, nee, das waren die Mannequin. Ja, gut, okay. Mach den Gummipanzer platt. Ach nein! Verdammt. Oh Gott, jetzt ruckelt es aber gerade echt unerträglich.
Gut, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Ne? Tschüss.